Jo, womit Schönes machen wir denn jetzt weiter? Da läuft irgendwas nicht richtig. Du hast nicht genug Kupfer. Ja, das wäre eine Sache, die ich eigentlich weitermachen müsste. Aber das ist so viel Arbeit. Na gut, bau schon mal 4 von den Drills. Dann haben wir einen Angriff, der auch Schaden verursacht. Was? Turm wird beschädigt. Wie ein Turm wird beschädigt. Ja, ein Turm beschädigt. Ein Sniper-Turm. Also ja, macht Sinn, dass er beschädigt wird, weil er am nächsten dran ist. Aber was für ein Viech konnte denn überhaupt Schaden verursachen? Dum-dum-dum-dum. Also da ist wohl irgendwas Neues gekommen. Vielleicht die Spitter. So, also genau. Unten müsste ich dann theoretisch das so umbauen, dass das gesamte Kupfererz abgebaut wird, dann zu irgendwelchen Meschern transportiert wird und dann zu einer Schmelze, also ähnlich wie da. Das heißt, was ich eigentlich machen sollte, ist das komplette System umbauen, dass es auch langfristig nutzbar ist und hier eine ganz lange Straße machen mit Meschern und Schmelzöfen, die aber auch so konzipiert ist, dass man sie später ersetzen kann. Also die Steel Furnace durch die Electric Furnace. Aber das ist wirklich zu viel Arbeit. Ich denke, ich mache erstmal eine temporäre Lösung, indem ich... Boah, da war das lange. Indem ich hier einfach so ein ähnliches System aufbaue wie da hinten. Das heißt, ich brauche dann auch Mescher. Oder was waren die Mescher? Da Mescher. Mescher braucht mehr Electronic Boards. Dafür brauche ich mehr von den... Wow. Aber brauche ich mehr von den Dingern. Gut. Mehr Mescher. Das mehr Mescher-Problem habe ich hier drüben nicht. Das eigentlich hätte ich auch hier welche wegnehmen können, aber was soll's. Hier ist das Problem, dass die Schmelzöfen nicht hinterherkommen, beziehungsweise das ganze Eisen sich einfach staut. Was ein sehr schlimmes Problem ist. Nicht wirklich. Du mach mal bitte weiter, weil ich hätte gerne rote Tränke. Genau. So. Dann brauche ich auch noch Transport Pails, die habe ich, okay. Und ich reiß das hier mal kurz ab, weil das bringt eh fast gar nichts. So, also fangen wir mal an. Hier. Und da ist nicht gut. Ein höher. Dann ist das Feld da noch mit drin. Dann gehst... Ja, okay. Du dahin. Da. Hier brauche ich jetzt wieder Strom. Mehr als nur einen Pfosten. Du baust davon welche. Achso, die kann ich schon mal anschließen, damit das Erz nach oben kommt. So. Dann kommt es jetzt. Sagen wir mal, es kommt hier dann nachher hoch, damit es da von unten auch kommen kann. Und dann müssen hier die Mescher hin. Und hinter den Meschern dann die Schmelzöfen. Also hinter ist relativ. Also hinten in der Produktionskette. Da sind 6 Mescher. Bauen wir mal da und da. Da und da. So. Die. Also da unten muss jetzt auch noch einer ran. Okay. So, so, so. Damit müsste jetzt alles an Kupfer abgedeckt sein. Teilweise überlappen, teilweise nicht. Aber das passt schon irgendwie so. 4 Stück werden wahrscheinlich nicht reichen. Wobei da drüben reichen. Warum sieht das so anders aus? Ist irgendwie ein Lichtfehler? Guck mal, die 4 da sind heller als die da, die 3. Egal, nicht von solchen Trivialitäten ablenken lassen, Jürgen. So, da. So, 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 so. Dann kommt das da hinten wieder raus. Nicht doppelt, nur einfach. Auf, genau wie hier. 2 Fließbänder, die nach oben führen in dem Fall. Und dann später wieder irgendwo einen Knick machen, aber ist egal. Und ich hätte hier, ehrlich gesagt, ganz gerne noch ein Set von denen, dass wir insgesamt 6 haben. Eventuell auch nicht genug, aber das gucken wir dann. Es sollte auf jeden Fall wesentlich schneller sein als alles, was vorher da war. Das ist das Wichtigste. So, das heißt, ihr könnt hier schon vorher einen Knick machen. Ja, ruhig mal so einen Knick. Weil hier kommen jetzt ja die Schmelzöfen. Die zwar selber keinen Strom brauchen, aber dafür die Ärmchen. Habe ich Lampen gebaut? Ja. Bauen wir hier zwischen ein bisschen Lampen, weil ich
Ich muss sonst die Augen zusammenkneifen, um was zu erkennen. Und das ist doof. So. Ja, okay. Einigermaßen abgedeckt hier oben. Sehr gut. Genau, Schmelzöfen. Habe ich da schon welche vorbereitet? 4 Stück habe ich dabei. Das ist zu nah. Und das ist unpraktisch. Ich habe hier da oben einen Platz. Ne? Ja, da ist bisher noch nichts angesiedelt. Sehr gut. Da ist wieder irgendein Tinfeld, aber Tin brauche ich noch nicht. Das passt also auch. Ihr braucht Brennstoff. Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Okay, erstmal nur 10. So. Ja. Und das ist viel zu weit weg, oder? Ja, aber das kann ich einfach umlegen. Das ist in Ordnung. Was machen das von hier nach da? Machen das weg. Ich sammle ganz viel Zeug ein, das ich gar nicht haben will. Und schmeiß das dann mal hier rein und dich da rein. So. Dann kommt jetzt hier hin das Ganze wieder nach unten. Weil ich brauche das Kupfer ja primär auf diesem Fließband. Hier eigentlich brauche ich es da unten, damit das auch noch befüllt wird. Ach, okay. So. Richtig? Richtig. Ach ja. Und da sagt nochmal einer, beim Shadow Mega Modpack kriegt man keine ordentlichen Lavalampen zustande. Das ist doch eine recht schicke Lavalampe, finde ich, das ganze Ding hier. Rausleg-Ärmchen. Du, da, go. Gib mir Kupfer für mehr rote Tränke, damit ich endlich mal wieder ein bisschen mehr erforschen kann. Was mit den Grünen hier so klappt. Eigentlich müsste ich mit Öl weitermachen. Damit ich in Richtung Lasertürme gehen kann und Roboter und so weiter. Aber Öl ist ziemlich, ziemlich nervig. Deswegen schaue ich mir gerade Alternativen an. Was gibt's nicht wirklich? Es gibt sehr, sehr viele Zwischenschritte. In Richtung Öl und andere Sachen. Nämlich die ganzen Bob-Geschichten. Die könnte ich mal machen. Vor allem Kosten. Zweifacher Multiplikator. Aluminium Battery 3? Chemical Plant. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall. Solid Fuel from Hydrogen. Ja, mach das da. Go. So, sammeln hier wieder ein bisschen Eisen ein. Das brauche ich hier immer wieder zwischendurch. Gut, also Eisen, check. Kupfer, check. Scheint soweit alles zu funktionieren. Das heißt, Automatisierung und Türme bauen. Da war was, ne? Die Türme sind noch nicht einmal komplett rum. Bau Gun Turrets und schnapp dir mehr Kupfer. Und ein paar von denen hier, damit es da unten schön voll ist. Gut. Was ist eigentlich mit Meschern MK2? Oh. Hellblau trinke. Und brauch weiße Bretter und... Ach. Ja, okay. Das kann ich erwarten. Ich hätte hier noch Platz für 1,5 oder 2 Mescher. Ich glaube, ich... Nee, nicht Mescher, sondern Schmelzöfen. Da, 2 Stück. Gut. Mehr Kupfer mitnehmen für die Türme. In welcher Form brauchen die Türme das Kupfer? In Rohform, okay, schade. Da hätte ich vielleicht irgendwie tricksen können mit Kupferdraht irgendwo weggreifen. Und bau bitte davon 6, damit das da nicht so voll aussieht. So, du, mitkommen. Na, das passt, sehr schön. Das habe ich schon wieder übersehen. Okay, ich muss unbedingt einen Run machen für Treibstoff. Was mich aber auch daran erinnert, dass ich auf den Strom achten muss, weil ich wollte unten noch die Yoki-Engine-Geschichte da weiter ausbauen und forschen uns durch. Die Steam-Engines da unten weiter ausbauen. Und ich wollte ebenfalls die Coal-Block-Produktion nochmal steigern, damit ich auf keinen Fall dazu Engpässen komme, weil Stromengpässe sind echt doof. Da habe ich jetzt inzwischen 7 Staffeln, die das bestätigen können. Das heißt, ich muss gucken, ob ich genug Ressourcen habe für die Cs und Ps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 Stück fehlen noch, dafür viel Kupfer. Okay. Also ich baue jetzt 4 Cs, 8 Ps. Das heißt, ich kann nochmal einen ganz guten Satz da hinten hinbappen.
Wobei das nächste Problem dann eventuell langsam die Kohle ist. Aber das Kohlefeld hinten war ziemlich groß. Also da könnte ich auch noch sehr viel drehen, was extra Drills angeht und so weiter. Ich denke aber, bevor ich da runtergehe, nutze ich die Zeit, die das ganze Craften hier noch braucht, um da oben mehr Türme zu setzen. Habe ich da ein Muster gehabt? Ja. So halbwegs zumindest. Das sind schon viele Türme geworden. Mit der Munition wird es nicht hinhauen. Das ist mir jetzt schon irgendwie bewusst, oder? Ah, ne, ich habe ein bisschen was dabei. Ja. Okay. 1, 2, so. 1, 2, so. 1, 2, so. Geht sogar einigermaßen auf. Ja, einigermaßen. Also wenn da ein Gegner direkt vor der Mauer steht, müsste der schießen. Du bekommst mal 25 Schuss. Du bekommst 25 Schuss. Also jeder zweite Turm bekommt jetzt ein bisschen was von mir. Damit wenigstens die Illusion von Sicherheit besteht. So. Ah, das ist gut. Da unten sind richtig schön viele Brickets, also Stone Bricks. Damit kann ich denn schon mal ein paar Mauern in Auftrag geben. Was bist du? Das neue Radarsymbol ist komisch. Bauen wir Türme. So, das passt also auch jetzt runter. Und das darf weitermachen. Das heißt, das Fließband jetzt noch höher ziehen. Und gucken, was passiert. Also bisher scheint es mit der Kohle hinzuhauen. Nee, tut's nicht. Hier unten kommt keiner an. Okay, also ich müsste dann zuerst die Kohle weiter aufmotzen. Habe ich dafür noch Drills über? Nö. Habe ich dafür Ressourcen über für Drills? Ja. 2, 3, 4 Stück sollten erstmal reichen. Und da kommen ja auch bald die MK2 Drills und die Large Area Drills und was es da noch so alles inzwischen Neues gibt. So, brech die mal kurz ab. Die Türme können kurz warten. Die Drills sind mir wichtiger. Und dann kann man die hinten wieder ransetzen. So. Hier schon mal das Stromnetz vorbereiten. Goodie, good, good. Wer hat mir das hier gemacht? Überlappen, ne? Ja, die überlappen sich, die wiederum nicht. Also, absolut kein Muster. Du, da. So, so. Fließband. Und die haben jetzt ja auch irgendwie 110% Yield. Das heißt, es müsste gerade am Anfang guten Boost geben an Kohle. Wo ist der Letzte? Da ist der Letzte. Zack. Schön. Trotzdem noch das jetzt alles mit Cs und Ps vollkleistern? Oh, jetzt gar nicht. So, du bist fertig. Nimm nur Zäpfchen, die waren wichtig. Was war so viel wichtiges Zeug bei Bob dabei? Nickel, Titanium, Tungsten, Gold. Hä? Mining. Mining Power 3. Welche Mining Power habt ihr jetzt? 3. Hey. Ist das jetzt eine Alternative zu den normalen Drills? Mining Power 3, 5x5, das ist ganz normal. Speed MK1, Range MK1. Ah, was? Mining Speed 0,5, Mining Speed 1. Wie viel habt ihr? Mining Speed 0,5. Aha, okay. Also sie sind nicht identisch, sondern der da ist doppelt so schnell, hat aber dieselbe Größe. Und der da ist genauso schnell wie die regulären, hat dafür einen größeren Radius, in dem er drillen kann. Und kostet nicht besonders viel und geht richtig schnell. Die nächste Stufe bräuchte dann allerdings schon die da. Wäre also eine Verdopplung, richtig? Ja, wär's. Mama. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer noch nicht genug Kohle unten ankommt, richtig? Um alles abzudecken. Oh, Angriff oben rechts. Sniper-Turm wieder beschädigt. Es schießen aber 3 Türme. Wenn 3 Türme schießen, heißt das, dass der Sniper-Turm schießt und die beiden anliegenden normalen Türme. Das heißt, der Gegner ist nah genug dran, damit die dann noch schießen können. Es ist also keine Sniper-Einheit, die sich ein Sniper-Duell liefert. Was schon mal gut zu wissen ist.